Königshain Widerau beim neuen Windkraftrat der Leipziger Stadtwerke. Und neben mir steht Philipp Wille, Experte, Projektmanager für erneuerbare Energien. Philipp, das ist ja ein besonderes Bauwerk, was hier gerade entsteht. Sagst du uns mal warum? Genau, das Bauwerk, also die Windenergieanlage, die entsteht, weil wir natürlich in Deutschland einen massiven Bedarf haben an sauberen, erneuerbarem Strom, der erzeugt wird mit möglichst wenig Flächenverbrauch. Und da schneidet halt die Windenergie am besten ab. Für die Leipziger Stadtwerke ist es ein Debüt. Es gibt ja schon ein paar Windräder, die die Stadtwerke betreiben. Das ist aber das erste, was wir selbst projektiert haben, oder? Genau, das ist wirklich das erste Windrad, welches die Stadtwerke Leipzig selbst mitprojektiert, mitgeplant und haben und dann auch das Genehmigungsverfahren durchlaufen haben. Also wir sind 2020 in eine Kooperation eingestiegen mit einem etablierten sächsischen Projektentwickler für Windenergieanlagen, der EABN New Energy aus Großschirma. Genau, und da haben wir einfach die Kompetenzen gebündelt. Genau, und haben es halt jetzt binnen 3 Jahren geschafft, hier einen Baustart zu realisieren. Und das ist schon sehr gut, ja, das ist schon Überholspur. Größte Herausforderung bei so einem Riesenprojekt wie hier in Königshain-Widerau? Genau, also man braucht grundsätzlich einen langen Atem, also so ein gesamter Planungsprozess, der dauert locker 10 Jahre. Genau, und dann muss man halt noch die Hürden gehen, Genehmigungsverfahren, da alle Interessen berücksichtigen, genau, und am Ende die letzten Meter gehen und das Windrad aufstellen, genau, die Baustelle errichten. Also das Planen dauerte bisher richtig lange. Ja. Das Bauen eher nicht. Wir haben ja hier im Februar begonnen und wollen wann fertig sein? Wann wollt ihr fertig sein? Genau, wir wollen Ende des Jahres fertig sein und ans Netz gehen. Genau, jetzt im August soll die Anlage dann auch in voller Pracht dann von außen sichtbar sein und zu sehen sein. Was ist dann das nächste Projekt? Hast du schon eins mit deinem Team, was ihr danach machen werdet? Genau, also wir planen einerseits hier zu Windenergieanlage Nummer 1 auch noch eine zweite Windenergieanlage zu stellen. Und dann haben wir hier im Landkreis Mittelsachsen auch noch ein weiteres Zwei-Anlagen-Projekt, was auch noch nächstes Jahr dann realisiert werden soll.